Freitagmorgen, 4:30 Uhr. Seid mir recht herzlich willkommen zum Sissi-Tagebuch Teil 1. Ich befinde mich hier auf dem gut beleuchteten Parkplatz von Aldi, nahe der Dienstlagener City. Und ja, wir üben jetzt heute hier so ein bisschen Innenstadt. Ne? Ich glaube, das Prinzip ist klar. Wir haben jetzt, glaube 4:30 Uhr irgendwie sowas, habe ich schon gesagt. Ich glaube nicht. Prinzip ist, glaube ich, so ein bisschen klar, ne? Dass er dann auch schon mal ein Auto kennenlernt, weil Sissi kannte bis dato keine Autos. Dann auch schon mal einen Fußgänger und den einen oder anderen Radfahrer vielleicht, ne? Dass er nicht vom Verkehr so erschlagen wird. Und ich war nämlich letzte Woche mit ihr unterwegs und dann waren wir an einer sehr stark befahrenen Kreuzung, wollte sie nicht rüber, musste man wieder zurücklaufen. Ne? Und dass sie jetzt so ganz langsam so an den Verkehr herangeführt wird. Und ja, mittags sind dann die Touren im Grünen dann dran, ne? Dass er auch mal andere Hunde sieht und kennenlernt und den ganzen anderen Brimborium drumherum. Alltagsgeräusche ist erstmal kein Problem. Ne, haben wir auch geübt, Staubsauger, Rasierapparat, Toilettenspülung und wo du auch gar nicht dran denkst, ne, gegenüber haben sie die Einfahrt neu gemacht, ne, so ein schweres Gerät, die Geräusche und ja, so ein Müllauto haben wir auch geübt. Ne. Tiere haben wir auch schon gesehen, hier Igel und Frosch. Ne, fand sie ganz gut, ne, oder ganz interessant. Und ja, und letztens gab es ja noch so ein Gewitter. Ja, hat richtig gerappelt. Ne? Sie ist hier einfach nur geschlafen. Ja, also kein Problem für sie. Und jetzt laufen wir erstmal weiter. Und ich sage schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen und los geht's. Ja, und wie ich gerade meine erste Ansage machen wollte, ne, wurden wir dann belästigt von so einem komischen Lieferanten, ne, der da Brot ausliefert. Ne, und genau just zu dem Zeitpunkt, wo wir da aufgetaucht sind, ne, da kam der angeeiert und dann auch noch diverse andere Autos mit lauter Musik, die dann nach McFit dann gefahren sind. Ach, sieh sie aus. Komm, Tüte brauchen wir nicht. Ne? Komm mal her, hast du fein gemacht. So. Ich glaube, mein Hund will weiter. We'll be right back.
ja, wie man an meinem Atem erkennt, dann ist es heute Morgen doch dann recht frisch. Ja, die Innenstadt, ich muss das jetzt so machen, ne? Mit der Lampe. Ich habe ja kein externes Licht mit und es ist auch ein bisschen schwer hier so mit der Beleuchtung hier. Ja, so die ersten 5 Kilometer sind auch geschafft. Die Innenstadt ist, die haben wir auch hinter uns gelassen. Und ja, ging alles recht gut. Ne, so ein bisschen hat es Probleme gehabt mit den Sonnenschirmen, die da standen und die Skulpturen, die da provokant in der Gegend rumstanden. Ja, jetzt läuft sie wieder hier rum. Ne, die will natürlich weiter, die kleine Maus. Ja, gut, dann sind wir auch noch so eine Unterführung gelaufen. Ne, durch so eine Unterführung, ne, dass man mal weiß, dass auch mal etwas lauter werden kann, wenn ein Auto durchfährt. Und ja, wie gesagt, hier ist anliegerfrei hier auf der Straße, aber interessiert nicht wirklich jemanden. Und die 30 km/h, die werden hier auch nicht eingehalten, wenn mal einer kommt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Format jetzt hier so weiterführe. Ne, das ist doch schon recht schwierig, ne? Mit dem Telefon in der einen Hand, die Kamera in der anderen Hand, die Leine, hier vielleicht noch die Beleuchtung, dann muss auf den Hund noch achten, ne? Und gucken, dass das Licht auch passt und so weiter und so fort. Gut, ich hoffe, ich konnte es ein wenig rüberbringen, ne? Unser kleines Training. Vielleicht gibt es ja noch eine Folge, wer weiß. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Kamera aus.